Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei The Division. Und wieder mit dabei ist der Onkel Ja, Halli, hallo, Hallöchen. und das Revanochen. Ja, hallo. Mal Okay. wieder was Neues am Start. Heute werden wir einen neuen Teil der Basis ausbauen. Oh yeah. Ja, letztes Mal waren wir ja Feldlazarett und haben den komischen Hutch platt gemacht. Genau. Ja, jetzt werden wir hier reingehen und das Ding da ausbauen. Kommst du, Revano? Komm Nein, mal, ich Revano hab grad schläft. was geguckt. Ja, nein, ich habe was geguckt und zwar Sollst du nicht überlege gucken? ich, Wieso gucken, ob keiner guckt? na gut, wir können das auch da drin machen. Ich will jetzt erstmal das Ding ausbauen, da freue ich mich. Ja, weil wir müssen ja mit der Ollen quatschen. Ja, da würde ich sagen, warte mal, wir gehen erstmal zu der Ollen. Ja, und warten auf Revano. Kann auch Ja, eine Weile ich dauern. komme, ich komme, ich, Was ist denn ich bin, los? nee, ich bin doch da. Ich laufe ja mal, das ist doch der kurze Stück, läuft ja doch Du, Zeitlupe, erstmal wisst ihr meine doch. Muni auffüllen, Ja, und alles hier. dann, Puff, genau. zack, krach. Ja, genau, Und das kurze jetzt Stück und dann, wenn dann die Muni Zwischensequenz bekommt, aufladen. dann. Das LMB ist geliefert. Quatsch doch wieder. Genau, erste Hilfe, drei Splittergranaten und jetzt können wir die ansprechen, oder? Wo So, sind bei dem die? Ausrufezeichen Achso, müssen wir da erst da. drücken, ja, Beim okay. Ausrufezeichen, du musst jetzt Okay. zum Tisch. Noch nicht Und dann drücken, wir zählen mit wieder runter, Jessica ne? Kandel reden, ne? Okay, Ja. da würde ich sagen 3, 2, 1 drücken. Ah, Video. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal. Draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Candle. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß. Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott. Das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Okay. Nicht schlecht, gefällt mir. Aber die Feilau, die könnt ihr mal in Verband wechseln, ne? Klebt schon an der Naja, Wunde. das rief und triefend ist auf jeden Fall ganz gut. Leute, So, gehen wir die. Ja, wolltest du sagen, ich wollte hier an dem Laptop gehen, ja, zusammen mach ich alle. doch. Ich bin schon Achso. dran. Ach, du bist schon Kannst dran. du ruhig hingehen und kannst ausbauen. Okay. Ja, da ist nämlich wieder das gleiche Neue nochmal wieder Fertigkeit, für neuer Vorteil, okay. Der medizinische Flügel. Soll ich das vorlesen oder ist es eigentlich identisch mit dem, was du letztes Mal vorgelesen hast, ne? Okay, Ja, außer dass es halt jetzt statt. Wir haben 440 noch Vorräte, können wir mal gucken, was wir hier noch so haben. Impulsgeber-Mod, Vorteil, Kontaminierungsaufklärungsdaten. Na. Intensivstation, Erste-Hilfe-Mod, 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 keine Ahnung. Dopingspritzüberdosis, Defibrillator. Ah, So, ich habe Virenlabor. 440 an links. Intensivstation, Apotheke. Impulsgeber habe ich ja nicht. Ah, guck mal hier. Apotheke. Hier, Vorteil, Talentschock und Scheu. Schutzmaßnahme. Steigert den Virenschutz um 1 und gestattet so den Zugang zu stärkeren kontaminierenden Bereichen. Beratung Kammer. hat auch Also Talente. ich würde Ja, ich sagen, tue die Apotheke. Ich tue ja, die und Apotheke auf jeden Fall. Dekontaminierung. Ich hab Beratung bringt 10% mehr Credits. Okay. Apotheke ist ausgebaut. Kinderbetreuung bringt erweitert Erste-Hilfe-Set im Inventar um einen Platz. Also hast du einen Inventarplatz mehr für Erste-Hilfe bei Kinderkrankenpflege. Okay, aber schnell, ich komme Guck. bis jetzt ganz gut klar. Ich werde die Beratung noch nehmen. Noch ein paar Credits mehr. Guck aber mal, Intensivstation. Ich Wie habe steht das die da? Dekontaminierungseinheit genommen. Keine Ahnung, was du jetzt gerade sagen wolltest. Dekontaminierungseinheit habe ich noch aktiviert.
Gefahren ja, wieder erweitert. Guck, da kriegst du der Erweiterung, hast du der Dark Zone noch um einen Platz erweitert. Da gehen wir doch so schnell nicht hin. Okay, also ich nehme. Ne, doch, bei. Warte, wo hast du? Die konnte mir. Ach so. Ich nehme die Dark Zone. Ich nehm irgendwas wird schon bringen. Vier Talente stehen Ihnen zur Verfügung. Geil, ja, jetzt haben wir eine Maske eins mehr und können jetzt eigentlich gleich nochmal die Mission machen und können da reingehen. Jetzt können wir unsere Arzneimittel sicher lagern und überwachen. Okay, was haben wir denn hier? Heilt alle Verbündeten in einem kleinen Umkreis. Ich behalte meinen Scanner. Wann kann man denn die überhaupt mal ausbauen hier? Den Scanner und so. Haftgranate. Ja, du kannst doch die Haftgranate und so auch ausbauen. Wie geht denn das? Oder ab wann geht denn das? Sagen wir so rum. Na, den Scanner zu. Das kommt automatisch mit dem Level. Ja, die Haftgranate zum Beispiel, die habe ich ja schon ausgebaut gehabt in der Beta. Warum habe ich die denn hier noch nicht? Weil dann, Beta. Okay, Bewegungsgeschwindigkeit betrifft einen Gegner unter Sperrfeuer zu nehmen, steigerte Bewegungs. Ja. Einen ausgeschalteten Agenten wiederbeleben, um den eingehenden Schaden für beide Spieler 10 Sekunden lang 50 Grad zu mindern. Achso, da. Anwendung von blutende Wunde auf. Ja. Erste Hilfe wird bei geringen Lebenspunkten ersetzt. Also ich würde sagen, ich nehme dieses. Ich habe die Intensivstation genommen. Ich habe mal eine ganz kleine Frage an euch. Wir haben jetzt, wenn ihr bei Fähigkeiten guckt, steht jetzt da Filterstufe 02, ne? Ja. Dann können wir doch rein theoretisch jetzt nochmal in diese eine Mission rein oder zumindest in den Raum. Und habe ich doch gerade gesagt. Du musst die komplette Mission machen. Ach so. Da können wir nicht rein und dann wieder abbauen. Wir könnten es höchstens einfach auf leicht nochmal machen. Ja, aber normal. Aber da muss doch auch Kontaminierungszone ohne Mission geben, ne? Ja, ist doch scheißegal. Das Geballer bringt doch uns plus Punkte. Also so, ich nehme das hier, ich nehme Kampfkumpel. Weil einen ausgeschalteten Agenten, wenn du den wiederbelebst, dann vermindert das für 10 Sekunden den Schaden um 50%. Das klingt, glaube ich, gut bei unserer ständigen Wiederbelebensgedöns. Ist das, glaube ich, schon ganz gut. Ja, den habe ich schon drin, was? Na, ich habe keine Talente gekriegt. Nee, was habe ich denn hier drin? Ein Gegner. Bin talentlos. Warum? Du musst doch Talente gekriegt haben, wenn du jetzt die ausgebaut hast. Nein, ja. Du kriegst nur Talente, wenn du bestimmte Dinger ausbaust. Ja, und die Vorteile sind halt da, ne? Die sind halt, die kannst du gar nicht regeln, die sind halt, die hast du immer. Okay. Richtig. Wundervoll. Und wir können uns jetzt hier natürlich auch mal Stoff mitholen in dieser Apotheke hier. Sehr schön. Eine neue Fähigkeit. Ich war Erste Hilfe. Halt alle Verbündeten in einem kleinen Umkreis. Dieses Krisenberatungszentrum ist sehr wichtig. Das kann ich hier auch direkt modden. Das meinst du wahrscheinlich, ne? Food and Supplies, okay. Was meinst du jetzt mit Modden? Meinst du die Fähigkeiten, ne? Die du modden kannst. Wir haben alle Hände voll zu tun. Ja, genau. Ja. Die Haftgranate und den ganzen Scheiß. Die kannst du ja, da musst du einen bestimmten Bereich ausbauen, dass du das überhaupt zur Verfügung hast. Ach so. Weil hier steht ja bei Impulsgeber ist das zum Beispiel. Welcher Bereich ist das? Wo steht's? Quarantäne, genau. Bei der Haftgranate ist es. Wo steht's? Typischen Kultjacke. Ocker. Nee, Generatoren. Generatoren ist es bei der Haftgranate. Genau. So, ich nehme jetzt dieses Erste-Hilfe-Ding. Es gibt Ärger mit dem Pathway-Projekt. Wollen Sie dort nicht helfen? 1600. Aber die kostet mir zu viel. Cool Waffenskin. Geld. Ja, ich habe eine neue Jacke und zwar diese. Steigert neben den normalen Heileffekt vorübergehend den Schaden für die Einheiten. Ah, und drei Erste-Hilfe-Sets drin. Geheilten. Da. Jetzt mal einmal raus aus der Basis und wieder rein. Ich guck mir da mal an, was die in dem
Medizinlabor für die neuen Leute, wie viel da drin sind. Jo, mach mal mit. Sieht cool aus. Mal raus. Ja, die quasseln ja bestimmt wieder irgendwas. Da tut Rivano aus dem Gang rausrollen, hab ich gesehen. Mach schon mal mit. Medizinischer Flügel habe ich 30. Einmal 30% und 20% Sicherheit. Kann man eigentlich Sicherheit auch was? Ne, hau bloß 180, schade. Müssen wir jetzt mal wieder so ein paar Missionen machen, um Punkte zu kriegen. Könnten wir machen. Sie verpassen was. So, okay, der Arztflügel. Ja, das sieht schon belebt aus. Die Apotheke ist cool. Spezialmuni wiederholen? Da war nur ein Typ, der da steht. Und bei Klinik sehe ich ein paar Verletzte. Belohnungshändler hat für mich einen Jägerrucksack gewehr. Das ist noch viel Arbeit hier. Aber wir können gerne für die Heilstation ein paar Punkte sammeln. Ich sag mal, für 200 kriegt man schon ein neues Gebäude zum Freischalten. Wir schon mal. Warum habe ich denn hier mit der AK Classic? Warum sagten das mir bei der AK Classic, dass die Waffen hier besser sind? Das kann doch gar nicht sein. Doch. Hab ich doch gesagt, das ist, die Farbe ist im Prinzip scheißegal, sag ich mal. Nee, das kann nicht sein, dass die besser ist. Weil damit habe ich einen Schaden, zum Beispiel von 2900 noch was. Diese Blaupause von der Karabiner hat 1600 bis 1700. Das ist also totaler Quark. Ja, bis. Ja, bis 1700, aber mit der habe ich ja schon 2900. Ja, du musst gucken, welche du ausgewählt hast beim Vergleich, ne? Ja, hab ich ja gesagt. Also als meine LWS sind viele besser. Aber obwohl ich da auch... Naja. Das ist halt nur der Schaden, der dir angezeigt wird, ne? Oder? Ach ne, hier. Der Schaden und... Schaden pro Minute. Na, ich und das bin, Magazin. Ich bin ready. Wir können von mir aus gerne... so eine Mission widmen, wenn ihr wollt. Ich guck mal noch beim Waffenhändler hin. Ich muss mich erstmal umziehen. Hat aber noch nichts Neues, ne? Ich bleib so. Der coole Soldat. Der Jägerrucksack? Mhm. Der ist genauso. Der ist genauso dasselbe wie der andere. Ach nee, der hat weniger Rüstung. Aber ein Schrotflintenschaden. Ich habe auch keine Schrotflinte. Tut mir leid. Kann ich nicht bedienen. Ich hätte hier noch ein Schnellwechselmagazin. Ich ziehe mich erstmal um. Hey, was darf sein? Würde ich das sagen, habe ich das mal hier? Ah, ich habe gerade eine Kiste runtergeworfen in meinem Ding. Was? Ich sehe ihn an, dass ihr etwas kaufen könnt. Naja, hier in meinem Lager, wo es sicher ist, sind Kisten im Schrank eingeräumt und ich bin vorbeigelaufen und sind die runtergefallen. Habe ich Schüssel. Dreck. Oh, ist aber denn hier ein medizinischer Flügelvirus? Menü öffnen. Ach, wie geil ist das denn? Kann voll die geilen... Kann mir die ganzen Videos nochmal angucken. Aha, alles klar. Begriffen. Die Virusberichte. Oh, jetzt gibt's schon legendäre Baustoffe. Stoff High-End. Also das Orange heißt High-End. High-End ist das Beste, was es in dem Game gibt, zu finden. Aber weißt du das? Weil ich eigentlich ist das dieses... Nee, das Pink. Ist orange. High-End heißt es. Pink? Oder rosa, was das ist. Nee. Also ja, wir haben grün. Ja, wer weiß denn das? Ja, gehen wir auf Fertigkeitsstation, da steht das. Gibt mehrere High-End-Dinger. Gibt drei Stufen bei High-End. Doch. Ja, das kann sein. Nee, wenn's doch so ist. Nein, ich meine das gar nicht. Ich meine was anderes. Das gelb oder so ist auf jeden Fall... Na, aber erklär doch mal, wo du das findest. Sag bei einfach, Fertigungsstation. Bei Fertigungsstation? Ja, wo du Sachen bauen kannst. Ja, Fertigungsstation halt. Direkt am Eingang links neben der Kiste. Wie kommst du da drauf, dass Orange das Beste ist? Verstehe ich nicht. Ja, weil High-End da steht. Und es gibt noch mehr wie High-End. Das oh, hinten gibt es noch höhere Stufen. Gibt noch spezialisiert, das ist nämlich noch besser. Nein, blau ist nicht besser. Ja. Hier High-End ist besser als spezialisiert, auf jeden Fall. Spezialisiert? Also ich glaube, dass ich gelesen habe, dass das spezialisiert Orange, ist ja blau. Die Ultim...
Ja, so, aber ja. Ich rede ja gerade von diesem Gelb und das sind diese sozusagen die legendären Waffen. Ich habe gerade mit Crazy geredet, nicht mit dir. Achso, ja. Grün, blau und dann kommt lila. Und das dann ist aber schlechter bei mir, also. Ja, es sind ja nur Baumaterialien, das ist ja keine Waffe, ne? Man muss ja dann bei Waffe gucken hinterher. Du musst halt immer die Fertigkeiten, die Waffe noch hat, mit ja, einer High-End-Waffe denke ich mal, dass die schon ziemlich gut sein wird. Ja, aber es gibt noch eine Stufe höher als High-End. Kann sein, weiß ich nicht. Also ich gange mich, kann ja sein. Aber ich glaube, dass... Ja, bloß weil es bei dir jetzt da steht, ich kann die auch schon auswählen, aber das ist einfach bloß stufenabhängig. Das ist ja nur die Teile, die du erstmal gefunden hast zum Bauen überhaupt. Richtig. Da kommen wir nachher. Das werden wir wahrscheinlich später noch rausfinden. Na, ich bin gespannt. Viel weil mehr. Wir haben ja nur weiß bis jetzt grün und blau. Ja. Was da noch kommt, ob da jetzt noch was direkt was Höheres kommt oder besser. Also ich stehe ja draußen vorm Tor und wir können eigentlich schon wieder bald in 5 Minuten schon wieder den Part abschließen. Echt? Oh Gott, da haben wir gar nichts gemacht, den Part. Nö, dann lass uns wenigstens so zum ja, so Mission immer, ne? Latschen schon mal. Das ja, der Onkel braucht halt so lang. Deine wir brauchen alle so lang. Also. Die schläft. Ja, liegt denn nicht am Onkel, das liegt an uns. Tut mir leid, aber das ist nun mal in so einem Spiel, dass man dann auch mal auf einer Basis rumhockt. Und das ja, ist so schön, das ist absolut okay. Nee, ist nicht. Liegt weder am Onkel, noch an Rivano, noch an mir, das liegt an uns allen. Ist ja ein geiles Spiel, muss ja alles durchgucken. Nee, Rivano nicht, Rivano, der macht ganz schnell zack und dann geht er da raus. Nö, ja. Ich hab mir alles angeguckt, ich hab mir ich hab jetzt dadurch jetzt ein Erste-Hilfe-Kit, hab ich jetzt mehr, so ich bin da. Ja. Und ich hab einen neuen Hut. Okay, und komm, wir machen mal eine neue Hose. Und Filterstufe 02. Den Erfolg von Phase 1. Okay, dann würde ich sagen, ich guck auch mal gerade, wie viele Missionen frei sind. Ja, genug. Das ist scheiße, dass man die Mission erst wieder machen muss und dass man da reinkommt. Wird mich voll reizen, ne, zu wissen, was da drin ist. Warte mal, hier haben wir noch ein Echo, das sollten wir uns vielleicht gleich mal holen. Ein was? Ein Echo. Ach ja, stimmt, hier hinten. Kommen Sie mit, Herr Rivano. Ach so, ihr seid schon am Laufen. Ich dachte, du markierst das auf der Karte. Hab ich doch. Ist doch. Okay, wurde bei mir nicht angezeigt. Rechts. Wird bei dir auf der Karte nicht angezeigt, sondern du siehst es auch bloß als Pfeil. Bist du dich langsam mal lang? Da oben. Nee, ich dachte, dass es auf der großen auch gezeigt wird, dass das markiert ist. Aber nö, natürlich nicht. Ah, cool. Ist nur eine Erkältung. Schlecht geschlafen. Mehr nicht. Tut mir leid, Sir, aber Sie müssen mit mir kommen. Was? Hey. Hallo? Lassen Sie mich gehen! Lassen Sie ihn, Mark! Hey, Mark, es geht ihm gut! Hören Sie auf! Aktuelle Stellung, aktiver Dienstberuf, Arzt, arbeitet mit der CRAF. Hier wird die standen die alle an, ne? Ja. Ja. Privat für den Jahr, weil er gehustet hat, wurde abgeführt. Krass. Mark Powell, Bankangestellter, befindet sich im JDF-Einrichtung in Behandlung. Oh, ich habe wieder ein paar XP bekommen, weil ich die angeguckt habe. Ja, nee, du hast XP gekriegt, weil ich einem geholfen habe. Einen Bedürftigen. Ja, ist vorbei, wir kriegen nur einmal. Okay. Ja, hier hinten. Okay, nicht schlecht. Nee, da war nur das eine Ding zum Anklicken, ne? Nee, drei da vorne, drei Personen, könntest du dir angucken. Ja, schon interessant, was so abgeht, ne, wenn die Welt zusammenbricht, dass die da alle so eiskalt sind. Heftig. Oh. Welche Mission habt ihr denn Lust, Onkel? Sag was. Welche Mission? Ich würde sagen, wir fangen mal hier hinten an. Oh, wo kann man denn hin? Hier hinten so. Oder wir machen jetzt noch das andere Gebäude auf. Das mit dem Blitz da. Was? Ja, das. Wir gucken mal auf die Teile, mein lieber Freund. Ja, also zumindest hinlatschen, meine ich. Ich hab eine Markierung gemacht. Was macht ihr denn? Okay. Ich guck auf die Karte. Wir machen mal ein paar Nebenmissionen mal nebenbei. Ich will's. Erst sagt der Nebenmission. Ich guck immer auf die Karte, was du so oder was irgendwann kill ich, ne? Ja, der meint dich, Crazy. Nee, ich meine dich. Ich weiß, aber ich wollte es nur mal erwähnen. Ach, da vorne kommen Gegner oder so. Okay. Ja. Die hocken dort. Granate ja, ready? Ja, links sind auch welche. Die Granate ist so brutal gewesen. Links sind auch welche, ne? In der Gasse. Ja. Oh, da sind aber mehr. Das ist auch eine Kontaminierungszone. Ja, das ist genau für uns.
Stift, komm her. Sau. Die sind halt relativ easy, die Gegner, ne? Die sind so einfach so. Boah, man kannst du schon fast ohne Deckung töten. Weil, ja, die sind ja nicht schwer, die sind ja noch normal. Ja. Oh, eine Pistole hat er fallen lassen. Wo ist die Kontaminierungszone? Wie heißt die? Kontaminierung. Ich dachte Kontaminierung. Oh, geheimer irgendwas entdeckt. Boah, was hast denn da für Leute angeholt hier? Weiß ich nicht, die kamen da einfach mal auf mich. Übelste Gangs hier, ey. Boah, Alter. Flammenwerfer oder was? Ja, aber übelste Flammenwerfer. Das ist die andere Gruppe, oder? Ja. Wo sind wir hier? Ich mag die. Hier ist die Kontaminierungston-Teil-Dings. Kontaminierung? Kontaminierung. Ja, aber dann gehen wir mal rein. Die wird grün angezeigt, ne? Ja. Richtig als Mission. Cool. Virusforschung, das ist für unsere Medizin-Tussi, gibt das wieder Punkte zum Ausbau. Ja, dann stehen wieder Gegner, oder? Gut, ich schalte mal schnell aus. Ja. Boah, was meinst du, was das für ein Gefühl ist? Da kommen drei Leute um die Ecke und ballern die einfach ab. Oh, das sind aber noch mehr. Ach nee, das ist Loot. Dickes, fettes Loot. Endlich mal. Okay, ich gucke noch mal ganz kurz rein in meinen Rucksack, weil ich habe jetzt einiges eingesammelt. Mhm. Was haben wir denn hier? Bronze. Optimale Reichweite. Ich habe ein... Oh, 31er Rüstung. Das ist wieder Plattenpanzer und der Rest... Alles gleich. Nein, ich habe nur Box bekommen. Aber hat mehr Rüstung, von daher. Oh, meine horizontale Stabilität ist gleich. Oh, das sieht cool aus. Kaffee steht da. Das ist schlimm. Was? Kaffee? Wie Kaffee? Okay, Moment, das wird mal schnell kaputt. Oh. So, was habe ich denn hier noch? Eine Maske. Die ist aber schlechter. Ja. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, die schöne kontaminierte Zone, die werden wir nächste Woche. Das wird spannend, ey. Da bin ich gespannt. Crazy war dran. Kratzi. Achso, machen wir Feierabend. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Hören uns morgen wieder im nächsten Part und bis dahin sage ich schon mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.